Guten Morgen zusammen. Ein neuer Tag hier bei uns und hier sind schon alle ausgeflogen. Carlos, warte mal ganz kurz. Wir gehen sofort. Carlos will nämlich schon los. Schuhe sind an. Der hat nämlich gerade auf der Straße einen Bagger fahren gesehen und der Bagger ist zu den Nachbarn gefahren. Und jetzt gehen wir da mal gucken, was denn da passiert. Der ist ja total baggerverrückt, deshalb schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ansonsten gehen wir gleich einkaufen und ich nehme euch heute so ein bisschen mit, weil Rosi arbeiten ist, die ist heute Mittag mal kurz hier. Ich weiß gar nicht, ob sie heute Nachmittag auch arbeiten muss, aber ansonsten ist sie arbeiten. So, da habe ich aber gerade einen Quatsch erzählt, ne? Also nicht Quatsch, aber ich war so aufgeregt, weil der Carlos los wollte, dass ich irgendwie viermal was von irgendwelcher Arbeit erzählt habe von Rosi. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Bagger geguckt. War interessant. Die fangen aber noch nicht an zu arbeiten, die haben nur irgendwas transportiert. Deshalb gucken wir heute Mittag nochmal und ich gehe jetzt mit dem Carlos erst einkaufen. Und kurz zu Oma. So, genau, so sieht's aus. Jetzt muss ich mich erstmal fangen, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Okay, ist wieder so ein bisschen so gelaufen, wie ich es nicht haben wollte. Ich war jetzt gerade kurz bei meinen Eltern, weil ich da was holen wollte. Der Carlos ist spielen gegangen und wollte da jetzt erstmal nicht mehr weg. So, so sieht's jetzt aus. Oma hat gesagt, wie lange brauchst du? Halbe Stunde. Okay, dann lass ich ihn eben hier, weil die wollen gleich auch in den Garten. Die müssen im Garten noch ein paar Sachen machen und deshalb beeile ich mich jetzt. Ich bin jetzt bei mir hier im Büro, muss auch noch kurz was holen und dann gehe ich noch Wasser kaufen. Übliche Kleinkrams. So sieht's bei mir hier übrigens aus. Da liegen noch ganz viele Sachen. Hier hinten. Kleine Küche. Und hier ist noch ein großer Raum. Stehen auch noch ein paar Playmobil-Sachen rum. Da hinten ist das Badezimmer. Hier steht auch noch ein bisschen Playmobil rum. Ja, so sieht es bei mir im Büro übrigens aus. Und viel Playmobil, da ist mein Schreibtisch. Ansonsten, oder viel Spielzeug an sich. Genau, hier ist ja auch noch, hier die Schubladen sind alle voll. Ne? Hier sind die Siku-Sachen drin. Fein säuberlich, da steht auch noch ein bisschen, also massig, schön, ich liebe es. So, jetzt packe ich aber die Sachen, sonst schaffe ich das alles nicht und kriege gleich Ärger von Oma. Wir sind wieder zu Hause und haben inzwischen 12 Uhr. Carlos ist müde, der kann aber noch 10 Minuten ungefähr Feuerwehrmann Sam gucken und dann geht der ins Bett zum Mittagsschlaf. Und ich habe mir überlegt, was es heute zu essen gibt und habe mich für Seelachs aus dem Ofen mit Reis und Salat entschieden. Ich zeige euch mal den Lachs, der ist nämlich schon drin. Da ist er. Die Sachen mache ich jetzt schon fertig und dann essen wir wahrscheinlich später, weil Lamia heute mit dem Kindergarten schwimmen hat und heute ist Rosi dran. Ich war ja die letzten zwei Male mit Lamia schwimmen und heute wollte Lamia unbedingt, dass Rosi mal mitkommt. Die darf zwar noch nicht wegen ihren Augenbrauen, aber da muss immer ein Elternteil draußen sitzen. Die anderen müssen mit ins Wasser und den Kindern helfen, die Kinder unterstützen. Und ein Elternteil bleibt immer draußen und beobachtet das Ganze dann von außen, damit da alles unter Kontrolle ist. Finde ich eine gute Regelung und da muss Rosi halt draußen sitzen und von außen gucken. So sieht's aus. Ja, ich werde jetzt gleich, wenn der Carlos im Bett liegt, noch den Laptop anmachen. Werde noch, ja, ich sag mal, ein Stündchen, anderthalb arbeiten. Und warte dann, bis die Mädels nach Hause kommen. Jonna kommt ja gar nicht. Jonna ist ja auf Klassenfahrt. Stimmt. Die kommt ja gar nicht. Dann werden wir wahrscheinlich erst um 3:30 essen. Ja, richtig. Ja, so sieht's aus. Also, habe ich eine Menge Zeit, bis Carlos so gesehen wieder wach wird. Um mir noch so ein paar Sachen fertig zu machen. Ich räume jetzt hier noch ein paar Kleinigkeiten auf. Und dann bringe ich den kleinen Mann ins Bett. So. Carlos und ich sind auf dem Spielplatz. Ich habe nur leider die Kamera vergessen, deshalb muss ich jetzt mit dem Handy filmen. Aber ist nicht das Problem. Wir spielen jetzt hier ein bisschen und leider hat der Carlos gerade seinen Hund verloren. Ich weiß gar nicht, wo der geblieben ist. Wir waren noch einkaufen, wir haben noch Hühnerfutter geholt und da waren so ein paar Autos und Roller und sowas für Kinder. Und da ist der mitgefahren. Liegt bestimmt am Roller, ne? Ja. Ja? Gehen wir gleich holen, okay? Wenn die den finden, haben die den bestimmt zur Seite gelegt. Wir gehen jetzt erst hier ein bisschen spielen und dann gucken wir mal. Wo sind wir denn hier? Oh, was machst du denn da?
Und jetzt geht's wieder runter. Okay. Ja, scheint nicht ganz so cool zu sein, das Häuschen hier. Dann gehen wir mal schaukeln. Schaukeln geht immer. Ja, warte, ich heb dich drauf. Das ist gut? Ja. Super. Ist auch nicht mehr so cool, wie der mal war, der Spielplatz hier. Hier war mal irgendwie mehr. Aber ist ziemlich verkommen. Hier ist alles angesprayt. Runter, schon wieder? Ich glaube, wir hauen noch jetzt gleich hier wieder ab. Ja. Wuhu. Super. Abklopfen und weiter geht's. Nein. Nein, keine Lust mehr? Schaukeln. Wir sind wieder zu Hause. Geht das? Ja, filmt. Wir sind wieder zu Hause. Und Carlos fand den nicht so super cool jetzt, den Spielplatz. Deshalb sind wir wieder abgehauen und sind jetzt zu Hause. Und jetzt wollte ich euch noch mal was im Garten zeigen. Weil, ihr wisst ja, wir haben ja hinten unsere Gartenhütte gebaut. Und da sind wir jetzt nahezu fertig. Da fehlt halt noch das Dach vom Haupthaus. Ich wollte euch den Anbau zeigen. Und da ist er. Das haben wir jetzt gebaut. Das ist das Haupthaus, das haben wir ja sauber gemacht. Da fehlt jetzt noch das richtige Dach. Und hier haben wir jetzt noch einen Anbau gemacht. Wir haben hier die Fliesen gelegt. Das Pflaster, nicht die Fliesen, das Pflaster gelegt. So. Das lag hier vorne, da kommt noch Rasen hin. Und hier haben wir eine Hütte hingebaut. Die geht hier weiter und da ist eine Tür. Ich zeige euch das nochmal von der anderen Seite. So. Da. Hier kann man das. Und dann kommt man da rein. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, um Sachen abzustellen. So sieht das aus. Alles übrigens mit bestehenden Teilen gebaut. Außer so zwei, drei, so. Aber der ist auch schon alt. Wir haben eigentlich nur zwei Zaunelemente. Und diesen Balken da. Diesen Balken und zwei Zaunelemente neu gekauft. Und oben die Platten fürs Dach. Alles andere mit bestehenden Materialien gebaut. Das ist cool. Hält. Und jetzt können wir da nämlich die Fahrräder reinstellen, dann kommen die aus der Garage raus und wir haben ein bisschen mehr Platz. Und von der anderen Seite, wo die Tür ist, keine Ahnung, kann man andere Sachen, Bobbycar, also alles das, was fährt für die Kinder und sowas, da reinstellen. Und dann haben wir da auf jeden Fall wieder die Garage leerer. So. Und jetzt gucken wir mal die Hühner. Hühnerfutter haben wir nämlich gekauft, das hole ich jetzt. Braucht ihr auch Wasser? Ja. Okay, jetzt hole ich den Hühnern Futter. Huhu, ich melde mich heute auch mal. War ja heute Morgen arbeiten und danach mit der Lamia schwimmen. Flotte Flosse war ja heute. Und heute bin ich mitgegangen und habe geguckt, dass meine Augenbrauen auch ja nicht sehr nass werden. War ein bisschen schwierig, weil die Kinder durften da sehr ordentlich strampeln und die Eltern nass machen. Aber lustig, war schön. Und jetzt, ich will ja nichts sagen, aber irgendwie. Sagt ihr mal was. Was ist hier los? Mit meinem Wohnzimmer. Da eine Burg. Hier bauen die schon die nächste Burg auf. Lass den haben, Quentin. Du willst dich doch nicht etwa beschweren, Rosi, dass wir hier spielen, oder? Ich so, ihr habt alle Kinderzimmer. Lamia, lass den Quentin bitte. Ich besitze kein Kinderzimmer. Du hast ein Studio. Ich muss hier spielen. Guckt euch das mal an. Ich sag nichts. Da wird auch noch das Aquarium natürlich auch. Ich zeig euch, hast du das Waschbecken schon sauber gemacht? Nee, doch habe ich. Doch hast du, aber naja, also genau, ich glaube nicht. Nee. Er hat es nicht sauber gemacht. Also, ich sag dazu einfach mal nichts. Ja, ich muss jetzt gleich schon wieder los, denn irgendwie nur Termine in diese Woche und nächste Woche und überhaupt. Heute ist Klassenwahlparty für die für den Kindergarten, Eltern, wie heißt das? Elternpflegschaft, Elternrat. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich mache das nicht. Das ist absolut nicht meins. Ich bin ja absolut nicht für gemacht. Ich gerate da nur an die Leute aneinander. Das muss mal besser sein. Ich habe ja letztes Mal schon eine Story dazu gemacht, als ich einmal was gesagt habe, was ich nicht gut fand. Und dann war direkt Polen offen.
Darf man das sagen, Polen offen, oder kriege ich wieder Ärger von jemandem, dass ich Rassist schon, bin? Du hast auch schon Russisch geredet, ne? Achso, das ist egal, ne? Das sagt man halt so. Mein Gott, ne? Oh Gott, ja. Und die zwei, der Carlos ist im Bett, der Dominik hat ihn mega pünktlich ins Bett gebracht. Ich war nämlich noch mal im Laden, die ganzen Sammelbestellungen kamen an, habe ich direkt in den Laden gebracht und schon mal alles ein bisschen vorbereitet, damit ich das dann morgen fertig machen kann. Und kam nach Hause, 10:06 war der Carlos schon im Bett. Und jetzt wird hier noch gespielt. Die spielen einfach mal im Wohnzimmer. Als wenn es kein Kinderzimmer gibt. Aber naja. Wie ich immer sage, ihr könnt froh sein, weil ich euch begleiten kann. Ich kann auch gleich einfach die Tür zulassen, wenn du wieder nach Hause kommst. Ich habe Schlüssel. Wir wissen uns schon zu beschäftigen, auch ohne dich. Bis einer die Wäsche machen muss. Wie macht der Lamia? Ne? Boah. Niemals. Ne, Lamia? Und nö. Was mache ich alleine? Gar Wäsche nicht. Waschen. Du machst gar nichts alleine. Ne, Quentin? Du willst mich vermissen, ne? Der Joanna geht es übrigens auch sehr, sehr gut. Die hat unheimlich viel Spaß. Die haben wohl eine Disco-Kugel mit und haben richtig Party gemacht gestern Abend. Und die antwortet immer nur ganz kurz und knapp. Die haben immer abends das Handy für ein paar Stündchen, 2-3 Stunden, haben die das Handy dann abends. Und dann habe ich dir geantwortet, geschrieben. Der Dominik hat dir auch geschrieben. Knappe Antworten. Ja, okay. Ich euch auch. Ich auch. So, also die ist total beschäftigt. Da finde ich richtig schön, dass sie so viel Spaß hat. Und so soll das auch sein. Und ich muss selber die ganze Zeit auf diesen verdammten Pickel starren. Das ist echt schrecklich. Naja, egal. Und mein Lippenstift hält übrigens schon den ganzen Tag, ne? Wieso Lippen da drauf? Sogar im Hallenbad. Ich hab ihn heute Morgen drauf gemacht. Im Laden habe ich mir einen schön ausgesucht und der hält den ganzen Tag und ich war schwimmen und duschen. Ich habe natürlich jetzt nicht mein ganzes Gesicht nass gemacht, aber trotzdem, ne? Kam das mit Wasser in Berührung und der hält noch. Sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Ja, und jetzt werde ich mich gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob ich mich umziehe oder so gehe. Ich hoffe, ich gehe so. Ich brauche mich nicht umziehen. Die Katharina, die kommt sogar nicht mehr. Der haut alles da hinten auseinander, genau. Ja, gut, ich nehme meinen Schutz, er weiß einfach nicht, wo er hinlaufen soll. Hier. Ja, ach nee. Ach Quatsch. Trotzdem könnt ihr mal ein bisschen aufpassen, ne? Ja, ein bisschen Rücksicht nehmen auf euch, kleine Quentin, oder? Ehrlich, wie ein Elefant im Porzellanladen, Quentin. Guten Morgen. Ja, wir sind hier schon wieder am Spiel. Hier wird schon wieder gespielt. Mein Wohnzimmer wird einfach als Spieleparadies hier umgewandelt. Die Lamia geht heute nicht in den Kindergarten, denn heute... Wo gehst du heute hin, Lamia? Die Schule angucken! Wuhu! Wir gehen jetzt gleich zur Grundschule und da ist Tag der offenen Tür und da können wir uns das alles schön anschauen. Die Lamia, die Grundschule, und das machen wir dann gleich auch. Das heißt, sie geht auch nicht in den Kindergarten, weil sich das nicht wirklich lohnt. Und um 12 Uhr holen wir auch schon die Joanna wieder ab. Guck mal, der Pirat hat ein Holzbein. Ja, muss ein bisschen weiter weghalten. So. Schön. Gut. Papa? Ja. Ich glaub, du hast und der kleine Carlos ist natürlich auch angezogen. Wir müssen noch Socken anziehen. Ich habe noch nicht gesehen. Doch. Ist kein Pirat. Aber wie hat denn ein Holzbein? Also ja, auch nicht. So, heute gibt es Lasagne. Boah, die brutzelt noch richtig. Hört ihr das? Nee, kann ich mal gucken. Hast du schon mal gegessen? Ja? Ja. Schaut mal hier. Die Lamia und ich waren ja heute Morgen in der Schule. Und die Lamia fand das so toll. Und wollte direkt durchstarten. Top motiviert. Und dann war ich mit ihr noch in der Stadt und habe ihr ein Federmäppchen gekauft. Ein richtig süßes Federmäppchen. Mit einer süßen Meerjungfrau drauf und so einer Muschel. Und ein Lernheft. Und die Lamia ist jetzt schon seit... Wie spät haben wir denn? Boah, du hast eine Stunde gemacht und jetzt bist du schon wieder eine halbe Stunde dran. Jetzt das Buch heute Abend hat hier durch. Und ich will gar nicht mehr aufhören, die kleine Maus. So ein Spaß? Mhm. Sehr schön. Was ist das?
Das müssen wir lesen. Pass auf, ich lese dir vor. Taffiti sucht immer zwei Wörter, die mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Verbinde die Paare. Also, hast du verstanden? Ja. Was ist das denn hier? Ein Elefant. So, und dann brauchst du jetzt noch ein Bild, was auch mit E anfängt. Was fängt? Ente. Ja! Und die musst du dann verbinden. Super! Maus. Mond. Gut! Sehr schön! Pinsel. Ja? So, meine Hübschen, ich habe mir einen anderen Pullover angezogen. Irgendwie war mir gerade ein bisschen kalt und jetzt habe ich mit Lamia im Bett gekuschelt. Ist mir mega warm. Ich kann schon wieder die Fenster aufreißen. Ey. Wechseljahre, yay! Oh Mann, ja, die Kinder sind alle im Bett, auch die Joanna, die schläft. Die hat Mittag gegessen, Lasagne und war dann duschen. Ich habe sie dann duschen geschickt. Sie hat gesagt, die Duschen waren da so eklig, dass sie da nicht duschen war. Und da hat sie sich unten hingelegt und ist dann eingeschlafen. War kurz mal wach zwischendurch, aber ich lasse die jetzt einfach schlafen. Die ist total müde. Ich habe die haben irgendwie 3 Tage nur Party gemacht, nonstop. Kommt der Eismann jetzt? Scherz, oder? Tatsache ist der Eismann da. Aber ich hole mir kein Eis. Ja, der Dominik, der ist heute mal zu der Schulveranstaltung heute Abend. Der drückt sich ja schon mal ganz gerne vor sowas. Aber heute, habe ich gesagt, muss er hin, weil ich habe nämlich gleich noch ein wichtiges Live. Ich bin mal gespannt, was da angekündigt wird. Und ja, ich fahre ja schon heute Morgen. Da war ich letzte Woche, gestern war ich auch noch und jetzt hat er gesagt, komm, ich gehe jetzt mal. Und das fand ich schon ganz gut, weil bei Joanna war auch immer ich diejenige, die dann abends bei den ganzen Veranstaltungen immer war. Das ist das erste Mal, dass der bei sowas ist, was Schule und so angeht. Ich bin mir aber nicht sicher, nicht, dass ich irgendwas Falsches erzähle. Er macht ja sehr, sehr viel. Ja, und die Quentin, wir haben ihm Tabletten geholt, aber dem geht es überhaupt nicht gut. Gar nicht. Die Beine, der nimmt rapide ab. Rapide. Ne, Quentin, Schatz? Also man muss ihn wirklich richtig unterstützen, dass er den Hintern hochkriegt. Und die Beine, der schafft das alleine nicht mehr. Und ganz, ganz schwierig. Also der rutscht immer weg. Ich habe schon überlegt, ob man ihm vielleicht so Stoppersocken holen sollte. Ob das dann vielleicht besser klappt. Das ist echt übel. Aber manchmal knackt er auch einfach weg hinten. Jetzt haben wir neue Schmerzmittel geholt und wenn die Schmerzmittel jetzt nicht schnell wirken, aber überlegt ihr alles, was zu, guckt mal, der Arme. Oh, Schatzi. Ja, mein Baby. Hm? Alter Mann, ne? Oh. Mach keinen Scheiß, Quentin, ne? Aber du machst keinen Scheiß, ne? Ist halt so, wenn man älter wird, ne? Machen die Knochen nicht mehr mit. Sonst ist der total fit, der ist super gesund. Nichts, was irgendwie halt mit Krebs, die Zähne, die Ärztin, also wir haben ja schon ein paar Mal gewechselt, um uns verschiedene Meinungen anzuhören, aber die haben alle das Gleiche gesagt. Und die haben noch nie einen alten Hund wie Quentin gesehen, der so krass saubere Zähne hat. Und der war noch nie beim Zahnstein entfernt. Also das ist echt. Und so an sich ist er fit. Hat nur die Beine hinten, ne? Schätzchen? Hm? Oh, Baby. Ich weiß. Das ist scheiße, wenn man alt wird, ne? What if I open my soul? Here I stand by myself.